Herzlich willkommen zu unserem heutigen Zoom Talk 2 vom Branchentalk Banken 2021. Mein Name ist Björn Zern. Ich bin Co-Gründer und Partner bei Schweizer Aktiennet. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind zum zweiten Mal an unserem Zoom Talk. Ich möchte kurz vorstellen, wer Schweizer Aktiennet ist. Schweizer Aktiennet ist eine Plattform, wo sich KMU und Investoren vernetzen. Mit KMU meinen wir Unternehmen, deren Aktien außerbörslich gehandelt werden oder deren Aktien an der Börse quotiert sind, insbesondere Schweizer Small Caps. Wir führen neben einem Blog, auf dem wir regelmäßig über diese Aktien berichten und über andere Themen, die anlagerelevant sind, Branchentalks durch, wie den Branchentalk Banken in diesem Jahr und den Branchentalk Tourismus. Wir veranstalten Workshops für CEO, CFO und Verwaltungsräte und erbringen auch entsprechende Dienstleistungen für Unternehmen. Unterstützt wird die ganze Plattform schweizeraktien.net und auch der heutige Branchentalk von der Berner Kantonalbank, OTCX, der Handelsplattform für außerbörsliche Aktien und Daura. Damit steigen wir ein zu unserem heutigen Thema, digitale Vermögenswerte, Produkte, Zielgruppen und Investmentchancen ist der Fokus von unserem zweiten Zoom-Talk zum Thema digitale Vermögenswerte. In unserem ersten Zoom-Talk haben wir über die sehr großen Einsatzmöglichkeiten gesprochen im Bereich Real Estate, Wein und Kunst, wie man Vermögenswerte digitalisieren kann. Wir haben auch das große Interesse diskutiert, damals mit Matthias Imbach, dem Gründer von Signum, und Luc Schürmanns, dem stellvertretenden CEO der Bank Lind, haben wir das große Interesse diskutiert, das zurzeit an Kryptowährungen besteht, gerade bei Retail-Anlegern, haben aber auch festgestellt, dass nur ganz, ganz wenige Anleger wirklich in Kryptowährungen investieren. Damals vor einem Monat war die Ausgangslage noch ein bisschen anders gewesen. Der Peter Hodi, mein Kollege, hatte den Talk eröffnet mit den Worten, dass gerade der Bitcoin Höchstkurse um die 60.000 Franken erklommen hat. Und es ist eigentlich ganz schön, dass wir jetzt einen Monat später auch wieder eine aktuelle Situation haben, wo der Bitcoin gerade in den letzten zwei Tagen doch deutlich auf Sinkflug ist, genauso wie alle Kryptowährungen. Und das wird sicherlich neben den Themen Anlageprodukten, Zielgruppen und Chancen für Banken und Investoren auch noch ein Thema sein, über das wir heute mit unseren Experten sprechen können. Da freue ich mich ganz besonders, begrüßen zu dürfen Desiree Wellauer und Alain Kunz. Beide Krypto-Nerds sozusagen. Sie kennen beide die Kryptowelt fast in- und auswendig. Desiree Wellauer kommt ursprünglich aus dem Banking, hat Banking and Finance an der Uni St. Gallen studiert, hat ihre Karriere dann im Private Banking und Asset Management bei der Credit Suisse begonnen, war später 7 Jahre bei Global Asset Management als Co-Fund Manager tätig, hat dort Vermögen von 3 Milliarden Schweizer Franken in der Spitze verwaltet und hat 2018 die Crypto Consulting AG gegründet. Alain Kunz hat ebenfalls an der Uni St. Gallen studiert, war anschließend bei verschiedenen Finanzdienstleistern tätig, unter anderem auch bei Leonteq. Und bevor er selber Unternehmer wurde, hat er auch für verschiedene Asset Manager im Bereich Crypto Assets schon gearbeitet. Seit 2020, seit August, ist er jetzt Head Digital Assets bei der Bank Claire, bei einer klassischen Retail Bank. Herzlich willkommen, Alain Kunz und Desiree Wellauer. Als erstes gehen wir mal zu Alain, weil du bist jetzt ein Dreivierteljahr bei der Bank Claire, eine Tochter der Basler Kantonalbank, die eigentlich die Bank Claire ist durch ihre freche Werbung aufgefallen, durch ihr digitales Angebot. Zack. Aber was genau habt ihr dann im Bereich Digital Assets vor? Herzlichen Dank für die Einladung, Björn. Genau, die Bank Claire ist die mit der frechen Werbung und ist auch die digitale Bank mit der physischen Präsenz. Und wenn wir schon die digitale Bank sind mit physischer Präsenz, ist natürlich ein Angebot in Form von Digital Assets und Kryptos eigentlich etwas, was so ein bisschen Hand in Hand geht mit der Positionierung der Bank selber. Das Angebot, das wir momentan am Aufbauen und Evaluieren sind, ist eigentlich ein sehr simples, aber eigentlich der Startpunkt von wahrscheinlich den meisten Leuten, die im Kryptobereich aktiv werden, ist der Handel und die Verwahrung der zwei größten Kryptoassets, die es momentan gibt. Das ist Bitcoin und Ethereum.
und für die existierenden Kunden des Konzerns, respektive der BKB, wie auch der Bank Claire. Wir sind im Prozess, sind wir eigentlich gut unterwegs, dadurch, dass wir eine Banklizenz sind und haben wir einen größeren Umfang Stakeholders, wo gewisse Abtrennungen getroffen werden müssen. Gleichzeitig hat das natürlich auch breite Auswirkungen auf verschiedene organisatorische und Prozesse und Abläufe innerhalb des Konzerns. Die sind wir momentan am Aufgleisen, gleichzeitig sind wir auch an der Selektion der Partner dran. Und sind eigentlich zuversichtlich, dass wir in Bälde ein Angebot, respektive dieses Angebot, lancieren können. Was heißt in Bälde? Ich bin jetzt mal zuversichtlich, dass wir das Q4 2021 hinkriegen, zumindest für ein paar Testkunden, mal das Angebot live schalten können. Gut, aber wenn man jetzt sich das Angebot anhört, was ihr dort plant bei der Bank Claire, wo seht ihr denn grundsätzlich zukünftig die Chancen in diesem Bereich? Weil wenn man jetzt so die Finanzwelt verfolgt und die Diskussion, beispielsweise Raiffeisen hat es ja auch bekannt gegeben, dass sie eigentlich in dem Bereich Kryptoassets erstmal nichts machen wollen, da sind sie skeptisch. Wir sprechen nachher vielleicht noch kurz über die UBS, die ja auch so eine, laut Finnews von heute, eine Hüst- und Hot-Strategie verfolgt. Aber warum seid ihr da überzeugt, dass es da in dem Bereich Chancen gibt für die Bank Claire, für die Basler Kantonalbank und am Ende auch für eure Kunden? Also gut, ich denke, der erste Punkt, wo wir sicher angeschaut haben, sind unsere Kunden. Wir haben Kundenumfragen gemacht. Wir sind dort auf ein breites Interesse der Kundenseite gestoßen. Gleichzeitig konnten wir auch evaluieren, gab es gewisse Upflows, sagen wir, zu bekannten Kryptobörsenplätzen wie Kraken, Coinbase, Bitcoin Swiss, wo man eine gewisse Indikation machen kann. Gleichzeitig haben wir auch den Vorteil, dass wir von der Front eigentlich proaktiv mitkriegen, dass sich die Kunden zumindest für das Thema interessieren, wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen können und was eigentlich seriöse oder zuverlässige Quellen sind, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass die meisten Kunden ja ihre Vermögenswerte ohnehin schon bei der Bank haben, ist es eigentlich nur eine Erweiterung um eine weitere Anlageklasse. Ich meine, das mit den Chancen und Risiken, ich glaube, die ersten Banken, die diese Chance gepackt haben, sei es jetzt eine Silvergate in den USA, sei es eine Bank Frick im Ländle, sei es Swissquote hier oder Leontech und Fontobel auf der Derivatseite, ich glaube, das haben wir in Quantifizierung, dass eigentlich eine Nachfrage vorhanden ist und dass es zum gewissen Grad auch interessant ist von der Monetarisierungsseite her. Und wenn wir jetzt da hingehen, es braucht natürlich immer ein bisschen länger, bis auch der mentale Switch in den Köpfen von gewissen Leuten in den Banken stattfindet. Und ich meine, Hedgefonds waren mal irgendetwas Neues, was jeder verteufelt hat. Jetzt ist es im Standardangebot eigentlich überall. Und ich meine, Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, war so lange kritisch, hat gemeint, jeder Händler, der sich das Zeug anschaut oder damit handelt, wird entlassen. Vor kurzem haben sie ihre eigene Strategie lanciert. Ich meine, auch die UBS war recht laut unterwegs und ich gehe einfach mal davon aus, dass es nicht unbedingt die Leute sind, die ihre Einstellung geändert haben, sondern dass einfach der Druck der Kunden und Stakeholder einfach da ist. Und gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, mit den tiefen Zinsen ist das traditionelle Bilanzgeschäft halt für Banken immer schwieriger geworden und Margendruck ist überall vorhanden, die Kosten werden aufgrund der Regulationsseite immer höher. Also, wieso sollte man sich nicht ein neues Produkt anschauen, das jetzt trotzdem 10 Jahre plus auf dem Markt ist, was eine gewisse Infrastruktur hat, wo man immer mehr rechtliche und regulatorische Sicherheit darum hat und die Leute wollen es. Also das merkt ihr wirklich, das spürt ihr. Du hast vorhin auch erwähnt, dass es einen Abfluss gibt an Geldern, wo ihr davon ausgeht, dass die zu Kryptobörsen oder zu Kryptobanken wie Coinbase Handelsplattformen wandern. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen bei allen Banken so, dass, ich meine, der Kunde fragt einmal bei seinem Kundenberater an und dann, wenn du nicht kriegst, was du willst, aus einem vernünftigen Grund, dann transferierst du das Geld weiter. Ich meine, heutzutage im Vergleich vielleicht zu 5, 6 Jahren musst du nicht mal die Landesgrenze verlassen, sondern du hast eigentlich ein breites Angebot, das sich langsam entwickeln ist, sogar in der Schweiz selbst. Hm. Oder das Geld wandert halt zu Desiree, oder? Ja. Vielleicht, Desiree, kannst du kurz mal erläutern, was Crypto Consulting genau macht und wer eure Kunden sind? Weil Crypto Consulting hört sich ja nach einem Beratungsunternehmen an, aber ihr macht noch viel, viel mehr. Ja,
Ja, danke für die Einleitung. Ich freue mich auch, heute hier zu sein, über eure Offenheit zum Thema digitale Vermögenswerte oder eben Kryptos. Die Crypto Consulting AG ist ein Unternehmen in Zürich, das es seit 3 Jahren gibt. Wir vertreiben primär einen aktiv gemanagten Kryptofonds, der auf fundamentaler Analyse beruht. Und die größten Kunden oder die Zielgruppe dieses Fonds sind Family Offices und Vermögensverwalter. Das ist die Hauptgruppe der Investoren. Es gibt einige Crypto Founder Funds, die investiert sind, einige Stiftungen. Wir haben sogar die ersten Freizügigkeitsgelder, die in die Strategie reinfließen. Das ist so der größte Teil der Investoren. Wir sehen auch, dass sich die Banken, wie alle auch kurz gesagt hat, immer mehr damit auseinandersetzen. Wir haben vielversprechende Calls mit Banken wie die von Aller oder auch größeren oder ganz bekannten globalen Banken, die sich jetzt aufrüsten, die verschiedenen Krypto-Produkte anschauen und dabei sind, ein Product Shelf für ihre Kunden aufzubauen. Und es gibt natürlich erst wenige Produkte, die einen Track Record von 3 Jahren haben, was man ja so in der traditionellen Welt braucht oder sucht. Wir gehören zu den wenigen, die das bieten können. Und wir gehören auch zu den wenigen 6% aller Crypto-Funds, die über 100 Millionen Assets under Management haben in Schweizer Franken. Ja, das ist ja keine kleine Summe. Was hat dich denn da 2018 motiviert oder angestachelt, dass du gesagt hast, du gründest jetzt dort die Crypto Consulting mit einem Partner zusammen? Weil damals war das Thema ja noch nicht ganz so, ja gut, heute ist es immer noch nicht Mainstream, aber noch nicht ganz so weit vorangeschritten. Also in meiner Brust hat schon immer ein Unternehmerherz geschlagen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein ganzes Umfeld ist von Unternehmern geprägt. Mir hat einfach immer die gute Idee gefehlt und ich dachte, jetzt auch nochmal mit einem neuen Hedgefonds zu kommen, ist jetzt auch nicht sehr innovativ. Und ich habe damals, als ich noch Portfolio-Managerin bei GAM war, da schlug mir das Umfeld ein bisschen auf die Stimmung, dieser Konsolidierungsdruck, dieser Shift von aktiv zu passiv gemanagten Produkten, der Kostendruck und gleichzeitig habe ich im Kryptobereich ein völlig neues Ökosystem entdeckt. Ich habe Wachstum entdeckt, neue Banken, neue Börsen, neue Broker. Das hat mich fasziniert. Ich habe dann damals selber versucht, einzelne Tokens zu analysieren, zu investieren und sicher zu lagern. Und trotz meiner Erfahrung im traditionellen Geschäft fand ich das extrem kompliziert. Und ich sah da eigentlich die Chance, etwas zu machen, was es noch nicht gibt. Und darum kam dann auch die Idee, einen Kryptofonds zu lancieren, bei dem eben ein Profi die Analyse, das Trading und die sichere Lagerung dieser Tokens übernimmt. Und das war natürlich am Anfang sehr schwierig. Vor 3 Jahren war die Welt noch nicht offen für Kryptoprodukte. Was haben die Leute dann gesagt, als du da mit der Idee zu ihnen kamst? Du bist ja auch nicht zu Retail-Anlegern gegangen, sondern wahrscheinlich zu Vermögensverwaltern oder Family Office. Haben die dich gleich wieder weggeschickt? Oder? Ja, also wir vertreiben nur an qualifizierte Investoren. Qualifizierte Investoren finden auch auf unserer Webseite cryptoconsultingag.com mehr Infos zu den Produkten. Und damals haben sich zwar alle interessiert, aber rein edukativ, also man wollte zwar etwas darüber lernen, aber von Investieren war noch keine Rede. Das kam dann erst viel später, also über die letzten 3 Jahre hat sich extrem viel getan und uns hilft es natürlich jetzt, dass wir einen 3-jährigen Track Record haben, der sich sehen lässt. Jetzt stellt sich ja die Frage, wir haben ja bei unseren Zuhörern und auch am Branchentalk Banken einerseits Retail-Banken, die dort mit dabei sind. Wir haben aber auch Investoren, die jetzt zuhören. Und wer sollte dann überhaupt in solche digitale Vermögenswerte, auch Kryptowährungen investieren und wie macht man das am besten? Also abgesehen von den Produkten, dem Fonds, den ihr habt, Desiree. Also ich empfehle jedem einfach, das mal selbst auszuprobieren, mit einer kleinen Summe ein Wallet zu eröffnen, an so eine Kryptobörse zu gehen, einige Tokens zu kaufen oder zu verkaufen und versuchen, diese sicher zu lagern, auf einem Ledger, in einem Safe
und einfach mal diese Erfahrung zu machen und zu sehen, ob einem das zusagt oder ob man das zu kompliziert findet. Man lernt dann nämlich auch viel mehr über den ganzen Bereich, als wenn man über ein Produkt wie unseres investiert. Aber die meisten merken dann schnell, dass erstens der Bereich sich so schnell entwickelt, dass es sehr schwierig ist, Schritt zu halten. Vor allem, wenn man nicht einfach nur Bitcoin im Portfolio haben möchte, sondern vielleicht eben auch einige Altcoins, bei denen wir jetzt besonders viel Potenzial sehen. Und eben die Sicherheit oder das Risiko, dass man den PIN verliert und den Zugang zu diesen Assets, davor haben viele noch Angst. Und darum kommt eigentlich für viele dann ein solches traditionelles Produkt, ein traditioneller Fonds, mit einer Easy-Nummer, die man im Depot hat und vergleichen kann mit den anderen Holdings, am meisten in Frage. Kannst du kurz nochmal sagen, Unterschied Bitcoin und Altcoin? Ich weiß nicht, ob das jeder, ja, kennt. Ja, guter Hinweis. Ja, also wir unterscheiden eigentlich zwischen Bitcoin und den sogenannten Altcoins oder Alternative Coins. Das sind alle außer Bitcoin. Mittlerweile werden ungefähr 6.000 verschiedene Tokens oder Kryptowährungen oder wie man sie nennen möchte, an verschiedenen Kryptobörsen gehandelt. Und das ist ein bisschen verwirrend, dass man das auch Kryptowährungen nennt, weil es sind nicht alles Kryptowährungen. Wir unterscheiden diese Tokens in drei Kategorien: Wertaufbewahrungsmittel, Währungen und Wertschriften. Und da steckt viel mehr dahinter als nur eine Währung bei einigen dieser Projekte. Anna, wie sieht es bei euch aus? Wer und wie kann man in digitale Assets investieren? Wahrscheinlich auch eben über Fondsprodukte, wie es Desiree oder andere Banken anbieten, wenn ich jetzt als Kunde bei der Bank Claire digitale Assets kaufen will. Es ist natürlich das Angebot, das wir momentan am Etablieren sind, ermöglicht, dass der Kunde eigentlich direkt Bitcoin oder Ethereum hält, also nicht ohne einen Wrapper dazu zu nehmen. Auf der anderen Seite, im Asset Management haben wir natürlich selbstverständlich Möglichkeiten, dass die Kunden mit einer normalen ISIN und Valor einfach über die gewohnte Umgebung ein Kryptoprodukt, sei es ein aktives Produkt wie das von Desiree, kauft oder einfach ein passiver Tracker, der Exposure gibt zu einem. Ich meine, meine Antwort auf wer in die Anlageklasse investieren sollte, ich würde sagen, theoretisch jede Person, die ein einigermaßen robustes Portfolio konstruieren will. Ich meine, der quantitative Vorteil von Kryptos in einem Portfolio äußert sich klar in der Sharpe Ratio. Also das Portfolio wird eine höhere erwartete Rendite haben bei tieferem Risiko. Also ich denke, wir sind heutzutage zu einem Punkt angekommen, dass ich denke, es ist fast verantwortungslos, kein Exposure zu haben über Kryptos. Jetzt reden wir darum, wo es positioniert ist. Jetzt natürlich, wie der Hinweis von Desiree ist eigentlich super. Jeder soll mal einen privaten Ledger oder einen Tresor kaufen, mal einfach durchgehen, sich damit auseinandersetzen. Wahrscheinlich wird er nebenbei noch eine kleine Einführung erhalten, wie eigentlich unser monetäres System funktioniert. Ich glaube, da sind auch viele Missverständnisse nur gegenüber dem Fiat vorhanden. Das ist noch der Benefit nebendrein. Dann jetzt, die erste Klasse hat sich definitiv weiterentwickelt als nur Bitcoin und es gibt verschiedene DeFi, so ein Schlagwort, das herumgeht. Ich denke, wenn man dann den Schritt gemacht hat von keinen Kryptos zu Kryptos, ist dann der zweite Punkt, willst du einen Approach? Und dann lohnt sich sicher ein gewisser aktiver Ansatz, weil der Space entwickelt sich einfach so schnell, es kommt so viel Neues herum. Also es ist wirklich fast ein 24x7 Job, um einigermaßen up-to-date zu sein, weil Kryptos handeln kontinuierlich und nicht zu bösen Öffnungszeiten wie anderen Orten. Das Angebot im Konzern bei uns wird Execution-only sein. Also das heißt, wir als Bank stellen einem Kunden ein Setup zur Verfügung, dass er diese zwei Krypto-Assets bei uns sicher neben seinen Nestle und Novartis-Aktien wie auch seinem Cash aufbewahren kann. Also das heißt, ich kaufe ganz normal die Krypto-Assets über meine Bank, in dem Fall dann die Bank Claire oder Basler Kantonalbank, und sehe in meinem Depot neben den anderen Wertschriften oder Anlagen, die ich habe, dann im Depotauszug auch die Kryptowährung. Genau, also man kann sich vorstellen, meine einfachste Analogie in die alte Welt ist ein Edelmetallkonto, das ist einfach Bitcoin denominiert. Und das Exposure wird sich verhalten wie ein Tracker. Ist natürlich beschränkt nur auf diese zwei und im Gegensatz zu einem aktiven Fonds wird natürlich nicht das Ganze angegangen.
Die Skepsis überwiegt ja meistens immer noch bei vielen Anlegern. Ich habe das heute gerade wieder gelesen, dass Kryptowährungen noch lange nicht Mainstream sind. Wir haben jetzt gerade eine Frage bekommen, die ich sehr interessant finde. Vielen Dank. Was gibt es bei Kryptowährungen für Stories in der Fundamentalanalyse? Ist der primäre Treiber nicht die Skepsis gegenüber der Fähigkeit der Zentralbanken, den Rückzug von der Expansion geordnet durchführen zu können? Also, das wäre vielleicht eine Frage direkt an Desiree. Was gibt es für Stories in der Fundamentalanalyse? Ja. Hatten wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Wenn man klassisch Aktien analysiert, dann will man natürlich auch Kennzahlen sehen und nicht nur Fantasie. Genau, und darum machen wir auch diese Unterscheidung eben in Wertschriften, Wertaufbewahrungsmitteltoken, Währungstoken und Wertschriftentoken. Für uns ist nämlich wichtig zu verstehen, ob ein Token einen Cashflow ausschüttet, also ähnlich wie Dividenden oder Share-Buybacks macht, oder nicht. Also zum Beispiel Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel, da gibt es keine Cashflows, das ist etwas schwieriger zu bewerten. Wir schauen hier zum Beispiel auf die Inflation eines Tokens, wir schauen uns die Umlaufgeschwindigkeit an. Es fließt aber auch der reale Zinssatz aus der Fiat-Welt hinein, die Druckerei der Notenbanken. Und dann kommen wir auf die Berechnung eines fairen Wertes. Der liegt jetzt bei uns aktuell bei $30,000 pro Bitcoin. Also haben wir gestern Nachmittag fast erreicht. Für andere Tokens, wie es alle kurz gesagt hat, zum Beispiel aus dem dezentralen Finanzbereich, die fallen vorwiegend in die Kategorie Wertschriften-Tokens. Dort haben wir zum Beispiel dezentrale Börsen, wie Uniswap ist ein Beispiel. Das ist zu vergleichen mit der Nasdaq in der traditionellen Welt, wo Aktien gehandelt werden. Bei Uniswap werden digitale Tokens gehandelt. Es wird ein unglaublicher Umsatz gemacht, mittlerweile schon. Es werden Gebühren gezahlt und diese werden dann in einem nächsten Schritt an die Tokenholder ausgeschüttet als Cashflow. Man kann also eine ganz traditionelle Kurs-Gewinn-Verhältnisrechnung machen und kriegt für diese Projekte KGVs von vielleicht 15 bis 17 für nächstes Jahr, während Nasdaq-Titel eher bei 30 bis 40 handeln. Also wir sehen hier ganz spannende Projekte, wo auch etwas dahinter steht, wo wir großes Wachstum sehen. Diese Uniswap beispielsweise, die macht mehr sozusagen Gewinn als eine Nasdaq und kaum jemand hat je davon gehört. Und da sehen wir eigentlich die großen Chancen und können eben auch solche traditionellen Bewertungsmodelle einsetzen, um einen fairen Wert zu rechnen. Also mehr bei den Wertschriften als bei den Wertaufbewahrungsmitteln. Dann seht ihr da die größeren Chancen auch für die nächsten Jahre. Ganz genau, ja. Also es gibt dann auch Situationen, wie wir sie jetzt haben. Wir hatten zum Beispiel jetzt einige Monate überhaupt kein Bitcoin im Portfolio, weil er aufgrund unserer Bewertungsmodelle überbewertet war und sind jetzt zum ersten Mal wieder in eine Bitcoin-Position eingestiegen nach dem gestrigen Ausverkauf. Und zwar einerseits aufgrund unserer Bewertung und andererseits schauen wir uns zum Beispiel auch die Bitcoin-Dominanz an im Vergleich zum Gesamtmarkt, zu den Altcoins. Und diese Dominanz ist massiv zurückgegangen, was für uns auch ein Hinweis ist, dass Bitcoin gegenüber Altcoins wieder spannender wird. Die andere Frage oder der andere Teil der Frage wäre noch, und das ist vielleicht auch eine Frage an Aller, weil er sich auch schon lange mit dem Thema beschäftigt, ist der primäre Treiber für den Bitcoin nicht die Skepsis gegenüber den Zentralbanken, den Rückzug aus der expansiven Geldpolitik geordnet durchzuführen? Also, dass man da mittelfristig irgendwann einen Ersatz sieht. Also gut, ich denke, die erste wirklich bewährte Applikation der Blockchain war eigentlich die Schaffung von einer Art digitalen Rarität. Das hat einfach Bitcoin gemacht, das gab es vorher nicht. Alle anderen Sachen sind davon ein gewisser Klon. Jetzt kann man sich fragen, was treibt der Preis hinter diesem digitalen Gold oder dieser digitalen Rarität? Ich meine, ein Punkt ist sicher der Glauben der Leute, dass der Wert steigt. Etwas sind gewisse Treiber hinter diesem Glauben. Auf der einen Seite ist Inflation bedenken. Ich meine, wir sehen das überall, die Rohstoffpreise haben es ein bisschen geäußert. Ein anderer Punkt ist natürlich, du hast das erste Mal eine Möglichkeit, nennen wir es einen Wert
und nicht eine Währung. Die dezentral ist, hatten wir in der Menschheitsgeschichte bis jetzt eigentlich noch nie, die perfekt über Zeit und Ort transportiert werden kann. Gleichzeitig schützt Privatsphäre, es ermöglicht eigentlich programmierbares Geld, es ist Zensur und Beschlagnahmungsresistenz. Ich meine, das sind alles Themen, die die Gesellschaft oder den Zeitgeist aktuell beeinflussen. Ob sich jetzt eine Mehrheit oder zumindest ein Teil der Gesellschaft darauf einigen konnte, dass diese Attribute, die Bitcoin mit sich bringt, dass digitale Realität einen gewissen Wert hat, erklärt den Preis. Ich meine, die letzten 10 Jahre im Schnitt hat sich alle 6 Monate verdoppelt. Wohin die Reise geht, ist sicher ungewisser. Ich denke auch, die Kalkulierbarkeit bezüglich Cashflow und ein Modell darum zu schaffen, ist sicher bei Firmen wie Uniswap oder sagen wir Applikationen, wo sagen einen Cashflow haben, einfacher zu berechnen als für Bitcoin. Aber die Frage ist, wird es digitales Gold sein? Wird es das Fundament sein einer neuen monetären Architektur, die sich über die nächsten 20, 30 Jahre abspielt? Ich denke, das macht den ganzen Bereich ja so, so interessant. Aber ich denke, Inflation war eine der Story, die es getrieben hat. Ich denke, das wird sich rausbewegen. Aber ich denke, was Bitcoin über die Zeit gezeigt hat, die Möglichkeit, neue Stories zu kreieren. Ich meine, ganz am Anfang war es einfach ein Peer-to-Peer-Zahlungsmittel. Also ich schicke dir einen Token hin und her und so weiter. Und mit der Zeit haben sich die Leute damit beschäftigt. Es ist mehr Brainpower eingegangen in das Bitcoin-Ökosystem. Und man hat herausgefunden, ja, es eignet sich weniger für Micropayment aus verschiedenen Gründen. Dann hat man den Pivot gemacht zu einem digitalen Store of Value, Informationsschutz. Also ich denke, das ist zumindest das, was mich fasziniert, diese Vielschichtigkeit. Weil es ist wirklich am Schnittpunkt zwischen Gesellschaft, Technologie und Finanzen. Das ist eigentlich mehr als ein Asset oder als eine Anlage, gut, wie wir es klassischerweise kennen. Was ist denn der Grund dafür, dass sich Banken mit dieser Thematik jetzt unbedingt beschäftigen sollten? Also kann es sein, alle, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, auch als kleinere Regionalbank, dass man dadurch den Anschluss verliert an diese neue Welt? Also es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, ah, das ist unwichtig, das kommt jetzt und verschwindet in 3 Jahren wieder. Also das ist das Schöne und Gute. Ich meine, unterschiedliche Führungsetagen von Banken haben unterschiedliche Visionen und Strategien und ein paar werden verschwinden. Wir haben das bei Lehman gesehen und wahrscheinlich wird auch diese Disruption gewisse Sachen verschwinden lassen. Umgekehrt gibt es aber auch Player, die gar nicht auf der Landkarte sind, plötzlich eigentlich rauszugehen und eigentlich diesen Versprechen, dass wir forward-looking sind, dass wir visionär sind, dass wir innovativ sind, auch ein bisschen Rechnung zu tragen. Und ich glaube, das haben wir gesehen. Ich meine, die Gründe sind vielschichtig. Ich denke, ein gewisser Punkt muss man natürlich sagen, es ist aufgrund der Neuheit enorm viel Unsicherheit mit dem Thema verbunden. Und das Unsicherheit ist auf 2 Ebenen. Auf der einen Seite ist es technologisch. Mit wem schaust du zusammen? Ich meine, alles, was in DeFi ist, ist am Schluss Softwarecode. Ich meine, auch Windows oder andere Computerprogramme stürzen heute noch ab und zu ab. Und wenn es um viele Vermögen geht, und du eine Pflicht hast, das Geld sicher für Dritte aufzubewahren, hast du gewisse zusätzliche Auflagen. Gleichzeitig oder zumindest seit der globalen Finanzkrise 0908 rum, ist sicher ein Bereich in den Banken immer gewachsen, und das ist der Legal- und Compliance-Bereich. Und das heißt, das Mindset ist von einem innovativen, wir machen irgendetwas immer mehr gemacht, wir machen lieber nichts, sonst machen wir was falsch. Und diese Kultur ist natürlich mit Innovation immer ein bisschen im Spannungsfeld. Aber wir sehen dann JP Morgan und der UBS, die vor drei Jahren äußerst kritisch waren, und jetzt öffnen sie ihr Produktangebot auch Fonds wie Desiree oder anderen, dass sie das den Kunden zugänglich machen können. Und ich denke, das ist ein Schritt. Und im Marketing sagt man ja etwa, man muss irgendetwas 6-mal gehört haben, bis man daran glaubt. Ich glaube, solange es immer weitergeht und die Leute immer wieder hören, es kommen immer mehr Leute dazu, und wenn der Preis hochgeht in den letzten 12 Monaten, hast du viele Leute, die reinkommen, möglicherweise aus fragwürdigen Gründen. Der Preis ist trotzdem ein gutes Marketinginstrument. Jetzt hast du mal 50% im Minus, die Hälfte wird sagen, shit, ich habe Geld verloren, fasse ich nie mehr an. Die andere Hälfte wird sich sagen, hey, was habe ich eigentlich gekauft? Setzt sich vielleicht mit dem ein bisschen auseinander, sieht den Mehrwert und fängt an, Leute weiter zu bekehren. Und ich denke, das ist einfach der organische Wachstum, das Bitcoin und auch andere Protokolle einfach über die Jahre gezeigt haben, dass es funktioniert. Hm.
Desiree, wo seht ihr die größte Nachfrage zurzeit bei institutionellen, bei Family Offices oder Privatanleger können ja bei euch gar nicht investieren? Ich habe hier eine Frage auch gefunden, wieso finden wir den Fund der Crypto Consulting bei Swissquote nicht? Ich glaube, das ist. Genau, auch wieder der Grund, genau, weil private können, also Retail-Kunden können nicht investieren. Wir sind nur für qualifizierte Investoren offen. Das heißt, auch bei Swissquote muss man zuerst ein Formular unterschreiben, dass man ein qualifizierter Investor ist, bevor man Zugang kriegt. Okay. Und die Hauptkunden aktuell bei uns sind effektiv Family Offices und Vermögensverwalter. Und wie gesagt, wir haben jetzt die ersten seriösen Gespräche mit den Banken. Natürlich sprechen wir seit 3 Jahren mit Banken oder zumindest einzelnen Kundenberater, die eben den Push von der Kundenseite her kriegen, aber offiziell laut Bank noch nichts machen dürfen. Aber da fangen jetzt einzelne Departments an, sich wirklich die existierenden Kryptofonds anzuschauen. Es gibt natürlich viele passive Produkte, eben viele Tracker von den größten 2, 3, 5 Währungen oder Tokens. Es gibt einige Quant Funds, es gibt bereits einige Crypto Funder Funds und eben wir unterscheiden uns durch unseren aktiven Ansatz und unsere fundamentale Analyse. Das heißt, von euch könnte irgendwann auch mal ein Retail-Tranche kommen für einen Kryptofonds. Das wollen wir gar nicht, ehrlich gesagt, weil eben es ist noch viel Risiko dahinter. Wir präferieren es, mit Investoren zu sprechen, die die Risiken auch abschätzen können. Es ist ein volatiler Markt. Man muss auch mal damit rechnen können, dass man in einem Monat 20% verliert. Das gehört zur normalen Volatilität. Und ich finde, Diversifikation ist in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Schlagwort. Ich finde, für viele Investoren macht es je nach Risikoneigung Sinn, vielleicht gar kein 1 oder 2% Krypto beizumischen. Für andere wie alle und mich ist es einiges mehr. Aber eben diese 2%, die können schon einen ziemlich großen Einfluss auf die Rendite haben. Und trotzdem übersteht man die Situation, wenn man die 2% komplett verlieren würde. Und es ist halt eine der wenigen Anlagenklassen mit diesem asymmetrischen Risikoprofil. Man kann zwar 100% verlieren, aber es ist auch noch eine Verzehnfachung möglich. Und wo hat man das denn sonst? Also ich persönlich, wenn ich Geld auf dem Konto habe, dann frage ich mich ja mittlerweile auch, was mache ich damit? Lasse ich es auf dem Konto und bezahle Negativzinsen? Investiere ich es in Aktien, die schon sehr gut gelaufen sind? Oder Immobilien, die auch schon sehr gut gelaufen sind? Gehe ich ganz riskant in Venture Capital und Private Equity? Equity oder mache ich eben auch einen Teil noch in Krypto, einfach als Beimischung in ein bestehendes Portfolio neben Edelmetallen und anderen alternativen Anlagen. Aber das Risiko ist ja, wie du erwähnt hast, sehr groß. Und das hat man gerade die letzten 2 Tage wieder gesehen. Auch ein Punkt, auf den wir noch eingehen wollten, die kräftige Korrektur in der letzten Woche. Hat die nicht die Schwachstellen auch aufgezeigt von diesen Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, wo ja Elon Musk darauf hingewiesen hat, dass der Stromverbrauch enorm ist und dass die Währung deswegen möglicherweise nicht sinnvoll ist. Aber hat man da Ja. nicht die Schwachstellen gesehen von Bitcoin und im Nachgang von allen anderen Kryptos auch, die ja dann 30, 40, 50% gefallen sind. Ja, eben meiner Meinung nach sucht man immer nach so einer Korrektur den Auslöser, einen Schuldigen und viele sehen den in Elon Musk. Meiner Meinung oder unserer Meinung nach waren diese Tokens einfach überbewertet. Es war ein Riesenhype im Markt in den letzten Wochen und Monaten. Das hat man auch gesehen bei den Sentiment-Indikatoren, zum Beispiel bei Google Search, nach bei Bitcoin, bei Altcoins, bei Decentralized Finance Coins. Wie gesagt, unser fairer Wert für Bitcoin lag schon die ganze Zeit bei 30.000 US-Dollar. Darum hatten wir auch keinen mehr im Portfolio. Wir hatten jetzt stark ein marktneutrales Exposure aufgebaut, viel Arbitrage auf der Future-Kurve gemacht. Das war möglich, weil der Markt auch so verzerrt war, konnte man 30, 40% mit Arbitrage machen aufs Jahr, ziemlich risikofrei. Und das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, in dieser Korrektur der letzten Tage sogar noch zuzukaufen und das Exposure wieder auf 100% hochzufahren. Und der Fonds ist aktuell sogar noch 2% im Plus diesen Monat. Das zeigt eben auch wieder mit aktivem Management kann man solche sehr volatilen Phasen eben auch fürs
fürs Positive nutzen. Also Bitcoin hat jetzt diesen Monat ungefähr -30% gemacht und wir sind mit 2% im Plus. Aber dieser hohe Strombedarf, der ist ja schon seit längerem bekannt bei den Bitcoins. Und da, auf der einen Seite wird Bitcoin als Kryptowährung euphorisch gefeiert oder wurde so euphorisch gefeiert. Auf der anderen Seite richtet sich die ganze Anlagewelt Richtung Nachhaltigkeit aus mit ESG-Kriterien. Das widerspricht sich doch. Also verschwindet dann da der Bitcoin nicht früher oder später vom Markt, gerade aus diesen Kriterien, weil er halt nicht nachhaltig ist. Vielleicht alle? Also gut, die Frage, ich denke, diese Energieverbrauchfrage muss man zuerst eine vorgelagerte Frage stellen. Und die Frage ist, gibt es irgendetwas in der Gesellschaft, das wir als wertvoll erachten, was nicht eine Funktion von Energieverbrauch ist? Ich meine, diese Frage ist wahrscheinlich mehrheitlich mit Nein zu beantworten. Alles ist eine Konsequenz von Energieverbrauch. Jetzt ist die Frage, wenn wir mit jemandem über Bitcoin spezifisch diskutieren. Viele Leute sehen, Bitcoin hat keinen Mehrwert, wieso braucht es? Somit ist sowieso jeder Verbrauch, der im Zusammenhang mit Bitcoin erfängt, für diese Leute, die diesen Hut aufgesetzt haben, falsch. Aber wenn das wirklich der Fall ist, dass Bitcoin niemandem auf der Welt einen Mehrwert gibt, dann ist der Preis bei Null. Wenn der Preis bei Null ist, dann wird niemand seine Mining Farm laufen lassen und wir brauchen keinen Strom mehr. Dann gibt es auf der anderen Seite, dass offensichtlich ein paar Leute einen gewissen Mehrwert drinnen sehen, dann kommen wir wieder zum Punkt, dass alles, was wertvoll auf dieser Welt ist, eine Funktion von einem Energieverbrauch ist. Somit ist einfach die Frage, okay, wie bringen wir das in den Kontext? Und dann können wir das ganz einfach in den Kontext stellen, wenn wir sagen, Bitcoin ist als Analogie, ist digitales Gold. Dann wir als Gesellschaft als Gesamtes akzeptieren Goldminen und den Goldabbau. Ich meine, eine absolute Katastrophe im Emissionsabgabe ist etwa dreimal mehr, als das Bitcoin-Netzwerk braucht. Der zweite Punkt ist, es zerstört die Natur noch proaktiv, wo die Minen sind. Und der weitere Punkt ist noch, die Arbeitsbedingungen für die meisten Leute, die in diesen Minen arbeiten, sind jetzt nicht gerade die angenehmen. Ich meine, wenn wir über ESG reden, vergessen immer die Leute dieses S und G am Schluss, wo Bitcoin für alle Leute und wir alle hier in diesem Chat, wir gehören zu diesen übermäßig privilegierten Leuten, die überhaupt einen Zugang haben zu einem Finanzsystem. Aber das geht nicht für alle Leute auf der Welt. Also haben wir verschiedene Aspekte und es ist nicht einfach schwarz oder weiß, so einfach abzuhören. Und dann kommt der andere Punkt, ist wirklich Bitcoin verbieten das Problem, die Lösung für das Problem, was wir mit dem Klima haben. Ich sehe vollkommen ein, am Ende vom Tag haben wir ein Elektrizitätsnetzwerk und das muss einfach dekarbonisiert werden. Also es muss wegkommen von fossilen Brennstoffen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, ist Bitcoin irgendetwas, was das eher beschleunigt oder nicht? Wir gehen davon aus, wie ticken Bitcoin-Miner? Okay, die meinen diese Bitcoins, die haben gewisse Setup-Kosten gehabt und dann haben sie große Variables-Kosten. Das ist hauptsächlich der Stromverbrauch, der damit verbunden ist. Die haben einen effizienten ökonomischen Anreiz, dass sie ihren Strom möglichst günstig irgendwo herbeziehen und wenn sie dann irgendwo Lobstrom freischaffen können oder sogar erneuerbare Energie kriegen, die sie nicht kosten, geht es in diese Richtung? Ist es nicht heute und morgen gemacht? Nein, aber der Trend geht definitiv in diese Richtung. Plus haben sie wirklich einen Anreiz via Portemonnaie, dass sie solche Investitionen machen. Ich denke, 10 Jahre rückblickend werden wir feststellen, dass Bitcoin einer der größten Katalysatoren gewesen sein wird für diesen Switch. Das ist eine starke Aussage. Hoffen wir, dass das wirklich so kommt, alle. Aber sehr, sehr spannend. Der andere Punkt, der ja auch die Woche zu dem Crash mit beigetragen hat, war ja das Verbot von Kryptowährungen als Zahlungsmittel in China. Ist das nicht auch ein wahnsinnig großes Risiko bei Investments in Kryptowährungen, dass die Staaten irgendwann sagen, hey, Moment, wir lassen uns aber die Hoheit der Geldschöpfung nicht aus der Hand nehmen. Wir verbieten alles, was alternative Währungen sind, Kryptowährungen sind und wir wollen schlussendlich weiterhin die Hoheit haben. Regulierung ist sicher ein großes Thema. Hier in der Schweiz sind wir privilegiert. Wir haben einen Regulator, der dieses Krypto-Ökosystem sogar wachsen lässt. Unsere Depotbank beispielsweise ist die Signum Bank, eine Schweizer Kryptobank mit FINMA Bankenlizenz. Das gibt Sicherheit für uns, für die Investoren. Das zeigt, dass
der Staat oder daran interessiert ist, eben neue Arbeitsplätze zu schaffen und dieses Thema in gewissen Laufbahnen sich entwickeln zu lassen. Es gab in China oder anderen Ländern schon viele Versuche, das Thema komplett wegzuregulieren. Das ist sehr schwierig, das kann im Hintergrund dann trotzdem noch weiterlaufen. Gerade jetzt mit diesen dezentralen Projekten, da gibt es keine Headquarters mehr, keinen CEO, wo man einfach anklopfen und jemanden festnehmen kann. Das sind Projekte, die basieren nur noch auf reiner Software. Und das wird sehr schwierig für den Regulator, das komplett zu stoppen. Man kann natürlich immer noch Blacklisting machen, also dass zum Beispiel Gelder, die von diesen Plattformen kommen, nicht mehr ins Fiat-System zurückgespiesen werden können. Aber ich denke, und das sieht man ja auch jetzt schon, dass viele Staaten auch eine Chance erkennen werden, darin ihre eigenen Währungen herauszugeben. Und das wird den Zugang zur Kryptowelt sicher stark vereinfachen. Natürlich wird das auch zu mehr Transparenz für den Regulator führen. Der weiß dann genau, welche Transaktionen gemacht werden, von wem. Und das ist auch etwas, was man vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Es wird sicherlich auch ein Thema sein, was wir dann am 8. Juni mit Andrea Mechler dann diskutieren, weil sie das von der regulatorischen Seite ja auch betrachtet. Wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, ich meine, dieses Argument bringen die Kritiker immer wieder, aber wenn wir sagen, wenn man die letzten 6 Jahre so einen Zahnstrahl zeichnen würde, wie oft das die Leute gesagt haben, das wird verboten und am Schluss findet es nie statt. Aber gleichzeitig haben wir in den USA Senatoren, wir haben in Wyoming haben wir ein Gesetz, wir haben in der Schweiz 2 Kryptobanken, die draußen sind, wir haben in zunehmenden Ländern Klarheit, wie das steuertechnisch so ist. Und die Leute kommen immer noch, ja, aber wenn es verboten wird, ich meine, man müsste die Leute mal fragen, was müsste passieren, damit sie ihren Gedanken ändern können, weil die Situation empirisch über Zeit spricht eher gegen das Argument. Und ich glaube, der umgekehrte Punkt ist, ich wäre recht froh, wenn wir überall absolute Klarheit haben, wie das ist, weil dann hätten wahrscheinlich sehr viele Asset Allocator, die sagen wir im Versicherungsbereich sind oder sehr reguliert sind, viel einen einfacheren Punkt in diese Sache zu investieren, weil alle Fragen sind weg und man kann sich das Asset anschauen oder die Anlageklasse und nimmt eigentlich einen Entscheid und nicht darüber, hey, was passiert mit der Steuer und was ist da und da. Aber ich glaube, Adaption ist also regulatorische Klarheit wäre einer der größeren Katalysten going forward. Ich muss aber auch sagen, wenn wir diese Klarheit haben, dann werden wahrscheinlich auch diese großen Renditen weg sein. Ja. Da sind wir nämlich zurück in der traditionellen Welt und alles ist klar und sicher und die Renditen vielleicht sogar negativ. Dann ist vielleicht wirklich nicht mehr ganz so spannend. Vielleicht bevor wir zum Schluss kommen, noch eine Frage, die ich vorhin übersehen hatte im Chat. Wieso ist die totale Anzahl Bitcoin limitiert? Und bei Ether nicht? Es ist ein komplett anderes Geschäftsmodell. Also für mich ist Bitcoin ein Wertaufbewahrungsmittel, das eben einen Teil seines Werts hat, weil die Anzahl beschränkt ist. Eben ungefähr 18 Millionen Tokens sind bereits im Umlauf, 21 Millionen werden insgesamt herausgegeben und nicht mehr. Das macht Bitcoin rar. Ether oder die Ethereum-Plattform, das ist meiner Meinung nach eher das Betriebssystem der Blockchain, zu vergleichen mit Windows oder Microsoft in der traditionellen Welt und hat eine völlig andere Funktion als das Wertaufbewahrungsmittel. Insgesamt hat fast jeder Token ein eigenes System, wie viele Tokens auf den Markt gebracht werden, über welche Zeit, also wie stark die Inflation ist. Und das ist eben auch ein Kriterium, was bei uns in die fundamentale Bewertung reinfließt. Vielleicht abschließend noch eine Frage an euch beide. Das eine ist der aktuelle Kurseinbruch jetzt eine Einstiegschance? Das heißt, wie wird sich der Markt für Kryptowährung bis zum Jahresende entwickeln? Und das zweite ist, welchen Rat könnt ihr vor allen Dingen Banken, Schweizer Retailbanken mit auf den Weg geben, wie sie sich mit dem Thema beschäftigen sollten? Ja, vielleicht zur Einstiegsmöglichkeit. Ich bin ein großer Verfechter vom stufenweisen Ein- und Ausstieg. Also ich finde, eben wenn man das ganze Thema mitverfolgen möchte, dann sollte man
etwas investieren, dann verfolgt man es nämlich auch erst richtig. Wie viel das ist abhängig von der persönlichen Risikoneigung. Am besten investiert man es eben über einige Monate, damit man einen guten Mittelpreis hat am Schluss. Und das wäre also mein Vorschlag. Keine Anlageempfehlung, ich muss sagen. Ich meine, mein Punkt ist immer ein einfacher. Abgesehen vom Preis, was hat sich geändert gegenüber einem Monat in Bitcoin? Ich meine, Thema Inflationsschutz, Dezentralisierung, Privatsphäre, Programmierbarkeit, Zensur, Beschlagnahmungsresistenz ist nach wie vor gegeben. Also die langfristige Hypothese, zumindest in dem Bereich, scheint mir unverändert zu sein. Der zweite Punkt, was Desiree gut angesprochen hat, ist die Frage, wenn man sich Exposure aufbauen will, und das heißt nicht, man sollte oder man sollte nicht, ist dieses Dollar-Cost-Averaging was psychologisch Interessantes für die Mehrheit der Leute, die keine Kristallkugel besitzen. Das heißt, man macht am besten einen Dauerauftrag, man nimmt einen gewissen Betrag und einmal in der Woche, einmal im Monat oder welche Frequenz auch immer, kauft man undiskriminieren, ob der Preis mal hoch ist oder mal tief ist, immer ein bisschen rein. Damit kommt man rein, damit hat man nicht dieses Pin-Risk, dass man einen Tag kauft, bevor es dann minus 40 macht und dann schmeißt man sowieso den Battle hin, weil man sich immer vorstellen kann, dass man hodelt. Aber wenn man das erste Mal ins Portfolio schaut und minus 50 hat, wird wahrscheinlich den meisten Leuten ein bisschen schlecht werden. Auf der anderen Seite, wenn ich Banken beraten müsste, ist einfach der Punkt, ist, hört auf eure Kunden und versucht einfach alles zu vergessen, was ihr die letzten 10 Jahre gemacht habt und seid einfach offen. Ich meine, das einfachste Beispiel, wo ich Portfolio-Manager immer frage, was hältst du von Gold? Die meisten Leute haben aus irgendeinem komischen Grund ein Interesse an Gold. Dann sollen sie doch einfach die Gründe aufschreiben, wieso, dass sie das Gefühl haben, Gold hat einen Wert. Und dann streichen sie mal das Gold durch, nehmen die Kriterien und schauen sie im Zusammenhang mit Bitcoin an. Eine kleine Übung. Und dann wäre man recht erstaunt, dass man wahrscheinlich vorher mit einem kognitiven Dissonanz argumentiert hatte. Also was ich vielleicht auch noch beifügen möchte, eben am Schluss geht es ja um ein Kundenbedürfnis und das sollte ja im Zentrum stehen. Und wenn ein Kunde das wünscht, dann sollte man diese Produkte auch anbieten können. Und das fände ich wichtig. Ich finde, die Banken haben sowieso schon einen großen Schritt verschlafen. Wir haben jetzt die ersten 2 Kryptobanken mit voller Lizenz in der Schweiz, Signum, SEBA, wir haben Bitcoin Swiss, Crypto Finance, alles tolle Provider hier in der Schweiz, bei denen wird an die Tür geklopft im Moment von ganz vielen Investoren, die in Krypto investieren möchten, die das bei den traditionellen Banken nicht können und so geht einfach das Geld weg. Ich glaube, Krypto oder dieses ganze Thema dezentrales Finanzwesen ist oder wird eine Riesenkonkurrenz für die Banken, wie wir sie jetzt kennen, für die Börsenplätze, wie wir sie jetzt kennen. Das wird extrem disruptiv und auf jeden Fall sehr spannend. Ja, vielen Dank, Desiree, für dieses prima Schlusswort. Ich glaube, da müssen sich die Banken jetzt wirklich ganz, ganz, ganz beeilen, damit sie da auch mit dabei sind. Und das ist auch eine prima Überleitung zu noch meinem Hinweis auf unseren Präsenzanlass. Dann am 8. Juni, der in Metropol stattfinden wird, hoffentlich dann auch mit entsprechendem Apero. Wir begrüßen dort Frau Dr. Andrea Mechler, Direktoriumsmitglied der Schweizer Nationalbank, die über digitale Vermögenswerte wie Blockchain-Token, Kryptowährung das Finanzsystem verändern werden, sprechen wird und diskutieren anschließend noch mit ihr und weiteren Teilnehmern und Claude Baumann über die Zukunft vom Finanzwesen vor dem Hintergrund der weiteren Digitalisierung und entsprechenden Kryptowährungen. Darf mich jetzt ganz herzlich bedanken, einerseits natürlich bei Alain Kunz und Desiree Velloyer für das spannende Gespräch. Andererseits natürlich bei unseren Zuschauern oder Zuhörern, die auch aktiv Fragen gestellt haben. Hat uns sehr gefreut. Und natürlich bei unseren Partnern von Tobel, Entris Banking, Berner Kantonalbank, OTCX, Daura und den Medienpartnern Finnews und AWP. Und ich würde mich freuen, euch alle dann am 8. Juni in Zürich wiedersehen zu können. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Und vielleicht bis am 8. Juni. Herzlichen Dank.